Die Geschichte vom Blinden. Die Leute haben unterschiedliche Meinungen diesbezüglich. Manche sagen, dass diese Überlieferung wäre schwach. Deshalb die sagen, nein, da kann man das nicht nehmen. Aber das ist nicht der Fall. Die Überlieferung ist mindestens hasan und authentisch. Dann barakallahu fikum, einige sagen, das heißt, dass man mit dem Propheten Bittgebet machen kann und ihn als Mittel für Annahme des Bittgebetes nehmen kann. Und dazu gehört auch gute Leute, Salihin, auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann andere sagen, nein, diese Überlieferung konnte so interpretiert werden. Entweder man bittet Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Propheten, das wird mit seinem Wesen, mit dem Wesen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder mit seiner Position bei Allah subhanahu wa ta'ala nennt man Jah. Oder mit seinem Bittgebet. Während manche sagen, man kann das machen mit Jah oder mit seiner Person, dann sagen die Muhakkikun, das wird diejenigen, die barakallahu fikum, die Beweise wirklich studiert haben. Wir müssen zugeben, dass einige von Ahl Sunnah und Jama'ah das bestätigt haben, weil sie laut dieser Überlieferung gesagt haben, das geht. Aber eins ist Fakt, barakallahu fikum. Der Mann, der Blinde, kam zum Propheten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war am Leben. Und der Prophet sagte ihm, mach Wudu und bete, bete 2 Raka'a und mach dieses Bittgebet. Und, barakallahu fikum, der Prophet sagte ihm, ich bete für dich auch. Und noch dazu, was klarer ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sag Allahumma shaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fihi. Das, oh Allah, lass ihn als Fürsprecher für mich sein und lass dieses Bittgebet von ihm geltend für mich sein. Beides. Wäre diese Sache bekannt, dass man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nach seinem Ableben macht. Warum haben die Sahaba das nicht gemacht? In der Zeit, dass die Leute keinen Regen bekommen haben, dann hat Umar al-Abbas befohlen, dass er das Istisqa-Gebet, das wird Gebet um Regen, dass er al-Abbas vorne steht und dass er Bittgebet macht. Und da sagt der Umar, und das ist sehr schön, er sagte, oh Allah, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir dich angefleht mittels des Bittgebetes von deinem Gesandten. Und nach seinem Ableben machen wir oder suchen wir deine Nähe mittels seines Onkels, Al-Abbas. Wie war das? Al-Abbas macht Bittgebet für sie. Und die machen sozusagen mit Al-Abbas Bittgebet. Genau, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht Bittgebet für diese Person und die Person macht Bittgebet und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das an. Deshalb einige, barakallahu fikum, haben gesagt, man kann. Aber Fakt ist, barakallahu fikum, wenn man nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn als Mittel
im Bittgebet nehmen kann, dann haben die Leute, die Al-Abbas genommen haben oder Al-Yazid ibn Al-Aswad, die haben dann die haben den Propheten gelassen und dann haben sie seinen Onkel genommen. Überleg dir jetzt, wenn du weißt selber, wenn du weißt selber, dass man sagen kann, oh Allah, wir bitten dich mit deinem Propheten, jetzt der verstorben ist, sallallahu alaihi wasallam, dass man das machen kann und darf, dann wirst du das machen oder du wirst sagen, oh Allah, wir bitten dich mittels das Bittgebet von seinem Onkel. Logischerweise, dann bittest du Allah mit seinem Propheten, nicht mit Al-Abbas. Und dies ist eine Art Ijma', Bestätigungs-Ijma', weil Umar das sagte, wir haben, pass auf, wir haben zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mittels des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das wird mittels sein Bittgebet, gebeten. Und nach seinem Ableben haben wir Al-Abbas, mit Al-Abbas, mittels Al-Abbas. Abbas war am Leben und er hat für sie Bittgebet gemacht, als sie Allah um Regen gerufen haben und gebeten haben. Das aber, barakallahu fikum, richtig ist, wallahu ta'ala a'lam. Pass auf diese, Allahumma inni as'aluka bi nabiyika. Diese bi nabiyika, mittels deines Propheten. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder sein Bittgebet, sein vom Propheten sein Bittgebet, oder sein Wesen, oder seine Position. Seine Position, Bijah al-Jah. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Sahaba sowas gesagt haben. Keinen einzigen. Deshalb dies ist Bid'ah. Mit seinem Wesen, wir haben gesagt, die einige haben gesagt, dass er sie, aber sein Wesen war nicht, warum? Weil der Prophet sagte, ich werde für dich Bittgebet machen. Er hat nicht gesagt, ich werde für dich kein Bittgebet machen. Ich sage, ich mache Bittgebet für dich. Deshalb kann man nicht sagen, das war mit seinem Wesen. Deshalb bleibt eine einzige richtige, obwohl einige von Ahle Sunna was anderes gesagt haben. Und das ist diese. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.